Hey Wrestling-Freunde, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Pika und wir schauen uns heute das große Redstone-Kreuzfahrtschiff an, welches ihr hier seht. Dieses Redstone-Kreuzfahrtschiff hat mich insgesamt 19 ganze Tage Spielzeit gekostet, aber es hat sich gelohnt. Und was da alles drin steckt, das schauen wir uns jetzt an. Let's go! Es geht damit los, dass wir hier auf einer Plattform spawnen vor dem Kreuzfahrtschiff. Hier halt zu sehen, dass ich der Erbauer bin. Hier eine kleine Ansicht von oben. Das ist schon ein ganz schöner Otto, dieses Schiff. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Arbeit. Hier gibt es eine ganze Menge zu erkunden. Hier kann man auch schon ein bisschen erkennen, dass es einen großen Poolbereich außen gibt und so. Also würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lange. Wir schauen einmal hier in die Kiste rein, schauen uns das Notwendigste an. Hier haben wir einmal ein Willkommensbuch, eine Crewcard und Smaragde halt. Hier in der Willkommensnachricht steht halt drin, dass ich das Schiff gebaut habe, was es hier alles gibt. Dass es ein Redstone-Kreuzfahrtschiff halt ist, dass es also mit Redstone gebaut ist. Hätte man jetzt an dem Namen gar nicht gedacht. Wow, Redstone-Kreuzfahrtschiff, da ist Redstone drin? Echt jetzt? Nein, doch. Oh, ich bin begeistert. Dann bereits wie angesprochen, hier was es alles gibt. 26 Zimmer, verschiedene Restaurants, Freizeitbereiche, Casino, Cool Room, Fitnessbereich. Dann Erholungsbereiche, Schiffspark, Außenbereich mit Boden und Bar und dann nur noch, dass man diese Welt nicht als seine eigene ausgeben soll, wenn man nicht gerade der Erbauer ist. So, genug geschnabbelt, gehen wir einfach mal hinein. Wir haben Emeralds, wir haben die Crewcard, es kann losgehen. Hier vorne haben wir eine kleine Anzeige, ob jetzt gerade Zimmer verfügbar sind. Wenn alle Fackeln an sind, dann sind alle Fackeln an. Das hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Nein, was ich sagen wollte war, wenn alle Fackeln an sind, dann sind alle Zimmer ausgebucht, dann ist gerade eben kein Zimmer verfügbar. Können wir kurz simulieren, wenn ich hier runtergehe, zum Beispiel hier vorne bei den Komfortzimmern und ich jetzt, na, jetzt nur kein Minecart verschieben und diese Fackel hier jetzt zum Beispiel, wenn die ausgeht, dann ist hier unten der aus, der geht an, der geht wiederum aus. Wenn ich den ausmache, also abbaue sozusagen, dann passiert Folgendes. Der hier schaltet sich an, der aktiviert hier diese Fackel oder deaktiviert sie besser gesagt, wodurch die hier oben angeht. Aber es sind alle Fackeln da, alle Minecarts natürlich, nicht die Fackeln. Und wir wollen direkt mal einchecken. Hier noch eine kleine Anweisung, wie das Einchecken funktioniert. Erst die Klasse wählen und nacheinander reingehen. Wir gehen rein, die Tür hinter uns schließt sich und dann können wir direkt wählen. Wir nehmen heute eine Royal Suite für 30 Emeralds und hier können wir gleich unser Gepäck abgeben. Ich habe jetzt einfach mal, so wie es natürlich für einen auf dem Redstone-Kreuzfahrtschiff Reisenden üblich ist, ein paar Redstone-Sachen dabei. Ich habe einen Redstone-Block, ich habe einen Piston, ich habe einen Dropper und ich habe natürlich den guten alten Bergsteiger-Creeper. Credit an MatixCraft08 geht an der Stelle raus. Wir legen das hier alles rein. Zack, zack. Und haben damit auch unser Gepäck abgegeben. Hier erhalten wir später den Schlüssel. Hier noch einmal die Anzeige, welches Zimmer wie viel kostet. Und hier legen wir dann unseren Betrag rein. Ich lege 30 Emeralds ein. Es dauert einen kleinen Moment. Und dann fängt das System auch schon an, die Emeralds zu zählen. Ich kann hier nichts anderes reinlegen. Wenn ich hier irgendwas anderes reinlege, wird das nicht genommen. Ihr seht schon, die Redstone-Fackel bleibt draußen. Das hat auch alles eine Richtigkeit, weil man soll hier ja auch nicht mit Äpfeln bezahlen oder so. Und ihr hört schon, da arbeitet jetzt eine ganze Menge Technik im Hintergrund. Wir können noch mal gucken, ob wir unsere Schalkerbox verschwinden sehen. Nein, da war das System schneller als wir. So, und wir erhalten hier schon eine ganze Menge Sachen. Einmal die Boarding Card, die überhaupt zulässt, dass wir das Schiff betreten können. Essensgutscheine und dann natürlich unser Zimmerschlüssel. Damit sind wir jetzt mit dem offiziellen Teil des Eincheckens fertig und wir können rausgehen. Dadurch öffnet sich hier nach wenigen Sekunden auch wieder die Tür. Und jetzt geht es los.
Wir wünschen Ihnen viel Erholung und Spaß auf unserem Kreuzfahrtschiff Red Luxury. Genießen Sie es. Werden wir auf jeden Fall. Hier legen wir die Boarding Card rein. Die Tür öffnet sich und wir können losgehen. Herzlich willkommen an Bord. Und wir landen in einer immensen Lobby, die ich persönlich ziemlich cool finde. Da würde ich sagen, die ist mir gut gelungen. Bin ich sehr zufrieden mit. Und ich würde sagen, das Erste, was wir uns einmal anschauen, ist natürlich das VIP-Restaurant. Ich habe nämlich echt Hunger. Dieses ganze Einchecken war so anstrengend. Da finde ich, kann man sich auch erstmal was zu essen gönnen. Hier den gültigen Schlüssel vorweisen. Ab Luxus-Suite kann man hier einchecken. Wir legen unseren Zimmerschlüssel rein und warten einen kleinen Moment. Der wird geprüft. Die Tür öffnet sich und wir erhalten hier hinten unseren Zimmerschlüssel zurück und können nun hier an einem All-You-Can-Eat-Buffet teilnehmen. Und hier ist ein Buch. Irgendein Buch. Ah, ich erinnere mich. Der Command, um Schweine zu spawnen. Unsichtbare Schweine. Warum? Seht ihr später. Ich habe mich gerade nur gewundert. Warum ist denn da ein Buch? Habe ich wohl vergessen abzureißen. Genau, wir gönnen uns jetzt einfach mal eine kleine Ofenkartoffel. Zack, zack, zack. Und setzen uns auf einen Stuhl und genießen die Ofenkartoffeln. Nam, 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 nam. Lecker Schmecker. So, wenn wir dann hier aufgegessen haben, können wir noch ein bisschen den wunderschönen Panoramablick über den Ozean genießen. Und dann geht's auch schon wieder raus. Natürlich gibt es nicht nur dieses VIP-Restaurant, es gibt auch das normale 0815-Restaurant, das allerdings auch eine Menge zu bieten hat. Das befindet sich gleich gegenüber von dem VIP-Restaurant und wir gehen einfach mal rein. Vielleicht sehen wir auch gleich das Highlight. Okay, nein, gerade eben ist es mitten in der Nacht, kurz nach Mitternacht, es leckt gerade ein wenig. Und hier vorne sehen wir ein aktuelles Tagesmenü. Dieses Tagesmenü wechselt jeden Tag. Es kann zwar auch mal passieren, dass zweimal hintereinander das gleiche Menü kommt, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Wenn man jetzt bestellen möchte, geht man hier hin. 5 Menüs stehen einem zur Auswahl. Einmal das Tagesmenü, dann die geräucherte Lachsforelle mit Karotte und Seetang, dann ein knuspriges Kaninchen mit Süßbeeren und Ofenkartoffel, dann das Rumpsteak mit Honig und Melone, und dann das knusprig gebratene Hammelfleisch mit Apfel und Brot. Hier eine Anleitung, wie man bestellt. Zuerst das Menü wählen. Ich nehme jetzt das Tagesmenü, damit ihr seht, dass die Technik funktioniert. Und genau dann. Hier bezahlen per Emerald oder Gutschein in die Lore legen. Und dann die Bestellung per Knopfdruck abschicken. Und dann, wenn man fertig ist, den Tisch manuell resetten. Für einen automatischen Timer war leider nicht mehr genug Platz. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal an den Tisch hier, legen unsere Bestellkarte rein und ein Smaragd. Ach nee, wir haben ja die Essensgutscheine. Und schicken die Minecarts los. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, was hier an meinem Kabel unten abgezogen hat. Okay, das war nichts. Das ist wohl gerade einfach runtergerutscht, okay. Und wir können das Minecart mal ein bisschen verfolgen. Ja, vielleicht sehen wir es gerade losfahren. Genau, da fährt es gerade los in dem IMS-Verteiler. Hier ist eine Warteschlange. Das Minecart fährt nun hier in die Anfragestation, wo nun die Bestellkarten gecheckt werden. Ihr seht schon, hier ist ein Aufräumer drin, den man nicht rausnehmen soll. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Den werdet ihr später auch sehen. Wobei der Name Aufräumer, glaube ich, schon die Funktion des Zettels erklärt. Und ihr seht schon, das Tagesmenü wurde hier gerade zubereitet. Es läuft noch ein kleiner Timer ab, der verhindert, dass auch wirklich eine Speise fehlt. So, nach einer kurzen Zeit fährt das Minecart dann los. 3, 2, 1 und los. Bitteschön. Minecart fährt los. Und da fährt es hier in den Wasserstrom nach oben auf den Verteiler. Und fährt zurück zu unserem Tisch. Wir folgen dem Minecart mal ganz kurz. Hui, wir sind ein Minecart. Wuhu, aufregend. Die Lecks sind gerade ein bisschen
beunruhigend, aber ich glaube nicht komplett schlimm. Es ist halt eine Menge Wrestling-Technik im Hintergrund, das lässt sich nicht vermeiden. So, das Minecart ist angekommen und wir gucken einmal kurz rein. Wobei, wir haben gerade schon reingeguckt, es ist, ne, hat sich schon geklärt, das Tagesmenü ist drin und den Tisch soll man natürlich auch resetten, stand aber auch da vorne gerade schon. Wir drücken auf den Knopf und das Minecart verschwindet. Was mit dem Minecart passiert, kann sich ja jetzt selber jetzt jeder denken. Und wir sehen schon, die Sonne geht gerade auf, das heißt, es ist die Gelegenheit, einmal in die Küche zu gucken, weil die Küche müsste eigentlich jeden Moment jetzt ein neues Tagesmenü erstellen. Das Menü wird zusammengestellt, sobald sich die Frühstücksbuffet-Tür öffnet. Na, wir gucken mal ganz kurz. Ja, jetzt müsste es gleich soweit sein. Sobald sich hier das alles aktiviert, wird ein neues Menü zusammengestellt. Wir warten mal ein bisschen. Vielleicht sehen wir es gleich. Ihr seht schon, diese Küche ist ein Riesenaufwand an Technik. Na, vielleicht wird heute auch kein neues Menü erstellt. Nein, tatsächlich nicht. Heute wurde kein neues Tagesmenü erstellt. Das liegt jetzt nicht daran, dass das System kaputt ist. Das liegt einfach daran, dass hier ein Schutzmechanismus drin ist, der verhindert, dass zwei verschiedene Tagesmenüs zusammen erstellt werden. Weil hier unten ist ein kleiner Timer, der verhindert, dass Items despawnen. Dieser Timer spawnt oder resettet das vorne ausgestellte Tagesmenü immer wieder. Alle 2-3 Minuten werden die Items hier aufgesogen und erneut ausgestellt. So lange, bis halt ein neues Tagesmenü erstellt werden kann. Genau, hier unten ist die große Hightech-Küche. Und dann haben wir auch dieses Restaurant schon abgearbeitet. Aber es kommt noch einiges auf euch zu, Leute. Falls ihr denkt, das war's schon, falsch gedacht. Wir können mal gucken, ob unser Zimmer mittlerweile schon bezugsfertig ist. Wir gehen einmal nach oben. Hier ist ein ganz einfacher Wasserfahrstuhl, ganz einfach zu bauen. Wir fahren bis ganz nach oben. Ah, nee, jetzt habe ich die Etage verpasst. Schade. Ja, wir müssen eine Etage wieder runter. Einfach einsteigen und dann runterfahren. Und hier ein wunderschöner Ausblick auf die Lobby. Natürlich auch wunderschön mit Glas. Alles verkleidet, dass man rausgucken kann. So soll es ja in einem schönen Kreuzfahrtschiff sein. Wir haben die Royal Suite R3. Ah, 1 bis 2, jetzt bin ich falsch. Ich fliege einfach mal mit einem Mega-Jump hier rüber. Tada! Royal Suite 3 bis 4. Aber zuerst gucken wir uns einmal die anderen Zimmer an. Na, hätte ich vielleicht vorher machen müssen. Egal. Gehen wir erstmal in die Komfortzimmer. Die Komfortzimmer sind für mich persönlich relativ klein. Muss jeder anders sehen, aber ich finde, die sind, also gut, das sind jetzt keine Minizimmer, aber die sind halt von der Ausstattung her nicht luxuriös. Wir haben einen kleinen Fernseher, kleinen Lichtschalter, natürlich das Gepäck, kleiner Kleiderschrank, hier das Schlafzimmer, klein aber fein, und hier das kleine Badezimmer mit einer kleinen aber feinen Dusche. Und dann noch ein kleines Waschbecken und so. Alles, was man halt so in einem Komfortzimmer braucht. Mehr gibt's dann aber auch nicht. Die Premium-Zimmer hingegen, die sind schon etwas größer. Die sind von der Einrichtung schon sehr luxuriös. Hier, wir sind jetzt zum Beispiel bei Zimmer Premium 6. Wir gehen einfach mal rein. Wunderschöner Flur. Mit einem kleinen Sessel hier am Ende, wo man auch schön den Meeresblick genießen kann. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die Küche, wo auch das Gepäck geliefert wird. Hier habe ich mir zum Beispiel einfach mal als Test goldene Karotten liefern lassen. Und das Wohnzimmer darf natürlich auch nicht fehlen, mit kleinem Lichtschalter, kleinem Fernseher, mit gutem Soundsystem und ein schön moderner Tisch. Hatte ich das Badezimmer schon gezeigt? Ich glaube nicht, nein. Genau, hier haben wir auch ein sehr, sehr schön eingerichtetes Badezimmer tatsächlich. Fast schon zu luxuriös, aber man soll hier ja auch was bekommen. Wunderschöne Dusche.
mit kleinem Waschbecken, kleiner Toilette, kleinem Vorhang und natürlich ein paar Pflanzen. So, dann gucken wir uns mal eine Luxus-Suite an. Der Sprung von Premium nach Luxus, der ist schon enorm. Ich glaube, ich habe bei Luxus sogar ein bisschen übertrieben. Ja, aber egal, gucken wir mal rein. Wir haben hier das Zimmer L4. Gucken mal rein. Licht geht automatisch an, wenn man eincheckt, aber wir haben ja jetzt gerade keinen Luxuszimmerschlüssel. Zungenbrecher. Und man merkt schon, ja, das Zimmer, das ist jetzt wirklich schon sehr luxuriös. Wir haben hier hinten ein großes Schlafzimmer mit einem schönen Bett und natürlich einem Massagesessel, wo man sich auch einfach mal entspannen kann, wenn man einen langen Tag hatte und man einfach nur mal abschalten möchte. Alles kein Problem. Dann hier noch ein kleiner Stauraum, das Gepäck wird hier abgeliefert und ein Lichtschalter. Das Licht schaltet sich dann natürlich aus. Und ja, genau. Wir haben ein sehr großes Badezimmer mit einer kleinen Toilette. Na? Tada! Und eine kleine Badewanne. Genau. Wie immer natürlich Blick aufs Meer. Man soll sich hier ja auch wohlfühlen. Und auch das, was neu ist, was man auch schon vielleicht ganz kurz im Begrüßungsbuch gesehen hat, man hat ab Luxuszimmer oder ab Luxussuite hat man Zimmerservice. Das heißt, ihr könnt eigentlich den ganzen Tag auf eurem Zimmer verbringen. Und ihr könnt euch Essen liefern lassen. Das habe ich jetzt in der neuesten Version des Kreuzfahrtschiffes überarbeitet, weil es war für einige tatsächlich schon sehr unübersichtlich. Deswegen habe ich das Interface hier geupdatet. Ich habe hier jetzt das umbenannt, ein Essensgutschein, dass man den hier rechts in den leeren Slot reinlegen muss. Und hier habe ich auch reingeschrieben, dass hier die Bestellkarten rein müssen. Wir holen uns einfach mal eine Kleinigkeit. Ich würde sagen, wir gönnen uns einen Schnitzelteller. Dann drückt man hier auf den Knopf und man wartet jetzt einen Moment. Wie das System funktioniert, gucken wir uns natürlich nachher noch an. Aber erst gucken wir uns noch mal ein bisschen das Zimmer hier an. Wir haben hier noch eine sehr große Küche mit einer Minibar, die sich jeden Tag neu befüllt. Ne, sieht man hier. Kleiner Kühlschrank, eine kleine Kochinsel, falls man was kochen möchte. In der Minibar sind immer rohe Gerichte drin. Ich möchte mir jetzt einfach mal ein kleines Hammelfleisch kochen. So, ich lege hier meine Sachen ein. Ich habe hier ein so bisschen räuchern. Zack, 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 zack. Natürlich die Highspeed-Öfen, damit das Essen auch schneller fertig wird. Da haben wir das Essen. Wir können es essen und genießen. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns einfach mal eine Runde und warten, bis das Minecart wieder da ist. Und genießen nochmal ein bisschen den Blick übers Meer. Der Zimmerservice braucht tatsächlich einen Moment, aber er funktioniert und das ist die Hauptsache. Na, wir warten mal. Das dauert mir doch gerade ein bisschen sehr lange. Geduld ist doch nicht mein zweiter Vorname. Hallo, Minecart, wo bleibst du? Ich habe Hunger. Ich möchte wissen, wo du bleibst. Da kommt's schon. Jetzt aber schnell. Zack, 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 zack. Oh, das ist Royal, das ist Royal. Wir sind nur Luxus. Nur Luxus. In Anführungszeichen. Da kommt's Minecart. Und Trommelwirbel bitte. Jawohl. Pommes. Also Ofenkartoffel mit gebratenem Schweinefleisch. Also Schnitzel. Und einer Wasserflasche. Und da wir jetzt schon alles von unserem Luxuszimmer gesehen haben, ne, kann man eigentlich auch gleich wieder auschecken. Also das Zimmer verlassen. Jetzt kommt nämlich das Stärkste. Wenn ihr keine Lust habt, wenn ihr jetzt mal ganz feine Herren seid oder ganz, ganz feine Minecraft-Spieler und ihr euren Tisch nicht selber aufräumen wollt, dann könnt ihr das einfach stehen lassen und das Zimmer verlassen. Denn ich kann mal versuchen, ob ich jetzt schnell genug bin. Sobald wir jetzt das Zimmer verlassen,
fährt das Minecart hier automatisch los und es resettet sich automatisch. In dem Minecart war nämlich wieder ein Aufräumer drin, der dem Minecart jetzt sagt, du musst dich sauber machen. Ne? Die neuen Gäste, die eventuell bald kommen, die wollen ja ein schön sauberes Minecart haben. Genau, damit kann man das Zimmer jetzt verlassen und wir gucken uns jetzt die Royal Suite an. Die Royal Suite, da habe ich mich wirklich ins Zeug gelegt. Ich glaube, es war hier, na, ich verwechsel die beiden Seiten immer, 3 bis 4. Perfekt, da sind wir. Royal Suite R3. Wir legen den Schlüssel ein, zack, zack. Licht geht automatisch an und ja, das ist eine Royal Suite. Riesenwohnzimmer mit schönem Ausblick aufs Meer natürlich. Wunderschön eingerichtetes Schlafzimmer mit Armor-Stands zur Kleidung, zum Kleidung ablegen. Eine Lavalampe über dem Bett, falls man mal ein bisschen Wärme haben möchte, falls es einem zu kalt ist. Eine kleine Nachtlampe, die man in der Helligkeit einstellen kann. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, na, ich möchte ein relativ schwaches Licht. Kann ich einfach so machen, dann ist das Licht sehr schwach. Oder ich sage, ich möchte jetzt volle Power, dann mache ich auf Stufe 4 und das Bett erstrahlt in seiner besten Farbe. Aber es ist gerade Tag, es ist hell, wir wollen nicht schlafen. Aber was uns auch gerade auffällt, unser Gepäck ist da. Was hatten wir am Anfang reingelegt? Wir hatten... Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich reingelegt hatte am Anfang. Egal, gucken wir einfach mal rein. Ach ja, genau. Wir hatten den Bergsteiger-Creeper. Credit an Matt geht nochmal raus. Und Kolben mit Redstone-Block und einem Dropper. Perfekt. Gepäcksystem funktioniert. Wunderbar, so soll's sein. Wir gucken uns einmal ganz kurz das Badezimmer an. Hier haben wir wie immer die klassische Toilette mit Klobürste sogar. Ja, aber hatten die anderen Zimmer auch schon. Dann natürlich eine Badewanne. Und eine schöne große Dusche. La 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 la. Ich nehme eine Dusche. Ich nehme eine Dusche. La 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 la. Und wenn man nach dem Duschen nochmal Bock hat, sich so richtig schön aufzuheizen, kann man hier in die tropische Dampfsauna gehen. 75 Grad, also auch schon eine relativ heiße Sauna, wo man sich hinsetzen kann und einfach mal richtig abschalten kann. Hier sogar ein kleines Becken für Aufgüsse. Ach ja, ist schon ganz schön. Und man kann sogar den wunderbaren Sonnenuntergang genießen. Was möchte man mehr? Dann begeben wir uns noch einmal ganz kurz hier ins Wohnzimmer und gucken, ob wir irgendwas vergessen haben. Genau, wir haben hier die Küche, wie immer mit Minibar, großem Kühlschrank und ein paar Inneneinrichtungen, große Kücheninsel, die jetzt auch wirklich eine Kücheninsel ist. Das andere, das war ja mehr so ein Herd, wenn man das so nennen kann. Auch alles sehr schön eingerichtet. Freue ich mich wirklich sehr, dass es doch so gut geworden ist. Und ja, ich glaube, dann haben wir hier eigentlich auch schon alles gesehen. Wir können natürlich auch erstmal eine Runde Fernsehen gucken. Ne? Wunderschönes Dolby Surround System, Dolby Atmos. Und kleiner Billardtisch natürlich auch noch. Und Zimmerservice hatten wir, glaube ich, auch schon gesehen hier in dem Zimmer. Hier wie immer das Interface. Und genau, dann muss ich mal ganz kurz überlegen, ob ich irgendwas vergessen hatte. Genau, damit sind wir mit dem Zimmer hier fertig. Wir können rausgehen und wir gehen noch einmal ganz kurz runter, weil unten gibt es noch so das eine oder andere, was man sich noch anschauen kann. Hier geht's hoch, wir wollen nicht hoch, wir wollen nach unten. Wir begeben uns bis ganz nach unten, bis wieder nach unten ins Erdgeschoss. Wir gehen noch einmal kurz raus, weil hier gibt es noch was für die Freizeit.
Hier geht es zur Cocktailbar, falls man sich jetzt hier in der Nacht wunderschön mal kurz einen kleinen Shot geben möchte, kann man das gerne machen. Wir begeben uns nach unten in die Cocktailbar und gönnen uns ein paar Drinks. Das Auswahlsystem hier ist ganz einfach, wir können uns bis zu 5 Cocktails zusammenstellen. Ich möchte jetzt gerne was nehme ich denn? Ich glaube, heute nehme ich eine Caipirinha alkoholfrei. Ja, ganz einfaches Doppelwahlsystem. Ich drücke einmal drauf, es ist angewählt. Ich drücke nochmal drauf, es ist abgewählt. Ganz einfach, aber ich möchte meine Caipirinha gerne kaufen. Ich lege 2 Emeralds ein. Und hier kleines Hinweisschild, den Drink erhält man am Tresen. Dann begeben wir uns einmal hier zum Tresen. Und wir sehen schon, da ist ein Schild und unser Cocktail wird uns serviert. Wunderbar. Wir gönnen uns eine Caipirinha. Schlürf, schlürf, schlürf. Na, schlürf, schlürf, schlürf. Und ein wunderschönes Glücksgefühl durchströmt uns, sobald wir diese Caipirinha getrunken haben. Dann gucken wir uns nochmal ganz kurz das Restliche an, was es hier zu sehen gibt. Wir sind bei weitem noch nicht fertig. Wir haben gerade erst angefangen mit der Expedition Kreuzfahrtschiff. Hier natürlich auch ein bisschen Auslauf, schöner Außenbereich, viel Freiraum für die Gäste, falls man einfach mal ein bisschen draußen sein möchte, übers Meer gucken möchte. Alles schon ganz schön. Dann einmal hier auf der anderen Seite, für die, die jetzt ein bisschen pumpen gehen wollen, für die gibt es hier auf jeden Fall das Richtige. Hier nämlich zum Fitnessbereich und zum Cool Room. Also mit anderen Worten zur Schneeballschlacht. Wir begeben uns hier runter und kommen im Fitnessbereich an. Ja, wir gönnen uns erstmal ein schönes Fitnesswasser, gratis natürlich, und schlürfen erstmal ein bisschen. Hier kann man ein bisschen eine Runde auf dem Laufband laufen. Ganz sportlich unterwegs hier. Sport ist Mord, sagen eine. Sport ist das Tollste auf der Welt, sagen die anderen. Hier ein bisschen rudern. Anstrengend sowas. Und natürlich auch ein Trainingsplan, damit man hier an Bord seine Traumfigur bekommen kann. Ich muss also, um meine Traumfigur zu erreichen, 30 Minuten laufen zum Aufwärmen. 10 Minuten rudern, 20 Minuten boxen hier drüben. Zack, zack. Ups, kaputt gemacht. Ich war's nicht, hat keiner gesehen jetzt. So, du Kollege Schnüffstuck ist weg. Und hier haben wir jetzt natürlich noch die ultimativen Fettkiller. Sit-Ups, Kniebeugen, Liegestütz, Hampelmänner, Wandsitz und Trizeps. Trizeps-Dips natürlich, ne? Das Übliche. Und da muss ich wirklich sagen, kriege ich immer noch einen kleinen Lachanfall, wenn ich das hier sehe. Fettkiller-Station 1. Fettkiller-Station 4. 3, 2. Okay, Spaß beiseite. Dann hier noch ein bisschen den Latzug, wenn man ein bisschen den Rücken beanspruchen möchte und einen schönen ausgeprägten Latissimus bekommen möchte, setzt man sich einfach hier drauf und zieht die 150 Kilo am Boss. Ambosse? Ist es die Messer von Amboss? Ach ja, die deutsche Sprache hat so schöne viele Wörter, bei denen man nicht weiß, was die Mehrzahl ist. Natürlich noch ein paar Gewichte hier, um das Training noch intensiver zu gestalten. Und natürlich eine schöne Hantelbank. Dann begeben wir uns noch einmal ganz kurz hier zur Schneeballschlacht und natürlich zu den Duschen. Hier einmal bei den Herren kann man sich jetzt vom Training einmal abduschen. Den ganzen Schweiß schön abwaschen. Ein paar kleine Schließfächer. Und wenn man mit seiner Familie ein bisschen sich weiter abkühlen will, geht man hier in den Cool Room, um nun eine Schneeballschlacht zu machen. Wir gehen hier rein, schnappen uns Schneebälle und erstmal alle schön abballern hier mit den Schneebällen. Zack, 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 zack. Die Schneebälle werden automatisch gefarmt durch eine, durch eine
Structure Block Farm. Credit geht an der Stelle raus an 37 Meliodas. Von ihm habe ich das Design. Bei dem könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Mega cooler Typ. Coole Videos. Kann ich nur empfehlen. So. Wenn wir dann unsere ganzen Schneebälle verballert haben, begeben wir uns noch einmal hier raus, gehen über den Fitnessbereich zurück und gehen nun nach vorne an die Spitze des Schiffs. Einmal nach ganz hier vorne, genießen einmal die wunderschöne Aussicht, machen einmal hier so die Titanic. Da, 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 da. So, und wenn man dann die epischen Titanic-Vibes gefühlt hat, geht man nun hier runter in den Schiffspark oder den Meeresblick oder vielleicht sogar die Royal Lounge, je nachdem, worauf man gerade Lust hat. Wir gehen erstmal hier zum Meeresblick. Gott, mir fällt gerade auf, so oft wie ich mittlerweile gesagt habe, dass man hier den Ausblick aufs Meer genießen soll, ist man, glaube ich, am Ende dieses Videos seekrank, ne? Aber ich meine, man soll ja einen schönen Blick übers Meer haben, ne? Habe ich schon mal gesagt, dass man einen schönen Blick aufs Meer hat? Ich glaube nicht. Anyway, hier ein paar schöne Massagesessel. Einfach draufsetzen. Auf den Notenblock klicken. Und schon kann man sich ein bisschen durchrütteln lassen. Die ganzen Verspannungen müssen sich natürlich lösen. Und für den kleinen Hunger muss auch gesorgt werden. Deshalb gibt es hier eine kleine, ja, Snackbar. Hier in dem Buch wählt man aus, was man essen möchte. Hier, bitte mit den Seiten 1 bis 3 bestellen. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hätte ich hier, glaube ich, auch einfach den Comparator in den Subtraction Mode setzen können, aber na gut. Ich gönne mir jetzt einfach mal einen kleinen Keks. Ich schicke meine Bestellung ab. Und in 3, 2, 1 sollte ich mein Cookie behalten. Jetzt. Perfekt. Und den gönne ich mir. Nom 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 nom. Und hier kann man natürlich auch noch mit seiner Familie am Abend ein bisschen chillen. Eine Runde Billard spielen. Bisschen sich den Rücken massieren lassen. Und einfach die Zeit hier an Bord genießen. Dann gehen wir hier nochmal raus und gehen in den Schiffspark. Der Schiffspark ist auch nochmal sowas ähnliches wie der Meeresblick, allerdings ein bisschen natürlicher. Und hier, ja, die Leute, die die alte Version des Kreuzfahrtschiffs downgeloadet haben, werden das noch nicht kennen. Da gehen wir gleich hin. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Schuhe kann man ausziehen. Ich habe jetzt gerade keine Schuhe an, deswegen gehe ich einfach mal hier so, stürze ich mich in die Natur. Ich bin ein richtiger Naturbursche. Kleiner Springbrunnen, kleine Picknickplätze und natürlich wie immer eine kleine Essensstation für den kleinen Hunger zwischendurch. Ich gönne mir jetzt einen Orangensaft. Zack, 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 zack. 3, 2, 1 und bitte. Schlürf, 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 schlürf. Perfekt. Und genau, das ist der Schiffspark. Wunderschöner Blick aufs Meer. Ich weiß, man muss dafür jetzt echt mal einen Counter machen. Kann einer von euch jetzt mal bitte zählen, wie oft ich jetzt schon gesagt habe, dass man hier einen Blick aufs Meer hat? Das wird langsam echt unmenschlich. Aber mein Gott, was soll ich denn hier noch erzählen? Ist halt der Schiffspark. Und einen kleinen Springbrunnen gibt es ja natürlich auch noch, aber Achtung, kein Trinkwasser. Ne? Ihr wisst ja, dieses Wasser an diesen Springbrunnen wird nie gewechselt. Das dümpelt ja schon seit 1 Million Jahre rum. Ne? Wie das halt so ist. Und dann kommen wir nun zum neuen Teil des Kreuzfahrtschiffs. Und zwar die Royal Lounge. Die Royal Lounge ist nur für die Besitzer eines Royal Suite Schlüssels. Gott, jetzt habe ich den Satz vergessen. Nochmal. Die Royal Suite Schlüssel müssen hier vorgewiesen werden, um hier die Royal Lounge zu betreten. Nur die Besitzer eines Royal Suite Schlüssels sind es würdig, hier einzuchecken. Und ja, hier ein kleines, aber feines Detail. Der Zug fährt in die Wand. Aber es soll hier nicht irgendwie so
öder Tunnel sein. Es soll ein bisschen Magie hinterstecken. Deswegen setzt man sich einfach hier in den Zug. Die Wand öffnet sich. Und man genießt die Fahrt zur Royal Lounge. Ist auch ein Doppelbahnhofssystem, also es fährt ein Zug los, fährt der andere auch los, dass sich die beiden Züge sozusagen gegenseitig synchronisieren. Und hier sind wir in der Royal Lounge. Hier muss ich sagen, habe ich mich im Design sehr, sehr angestrengt, weil es ist halt die Royal Lounge, ne? Man soll hier natürlich auch den Eindruck haben, dass hier wirklich nur die Reichsten der Reichsten, na gut, bei einem Preis von 30 Emeralds pro Royal Suite nicht gerade viel, aber egal. Die Nobelsten der Nobelsten sollen hier halt Platz finden und auch sich vom Rest der Gäste einfach mal erholen können. Keine lauten Kinder, die rumkreischen, nur ein bisschen schöne, schlichte Piano-Musik. Und dann natürlich ein kleines Design. Buffet mit kleinen Speisen für den kleinen Hunger zwischendurch, die sich, by the way, alle nacheinander auffüllen. Die Techniken werden wir uns alle nachher natürlich gleich nochmal anschauen. Hier eine kleine moderne Sitzecke, bei der man schön gemeinsam mit seiner Familie oder auch einfach mal mit seiner Liebsten auf einen schönen Abend anstoßen kann. Und natürlich, wenn die Sonne später untergeht, einen schönen Blick in den Sonnenuntergang unter Wasser. Was gibt es Schöneres? Wir warten jetzt einfach mal ganz kurz, bis sich die Speisen hier alle zurücksetzen. Aber vielleicht passiert es gleich. Das Minecart hier müsste jeden Moment gleich soweit sein. Genau, da ist es passiert. Die Speisen werden aufgesogen. Und jetzt kann man wieder drücken und sich neue Speisen holen. Genau. Sehr, sehr cool. Dann begeben wir uns noch einmal zurück, weil wir sind ja noch lange nicht fertig. Es gibt noch das eine oder andere zu sehen. Ja, es wird schon ein relativ langes Review. Wir genießen die schöne lange Fahrt in diesem schönen Tunnel. Ja, man hört schon, der Bahnhof arbeitet, sagt, ein Zug fährt in Kürze ein. Wir gehen raus. Und haben dann auch schon im unteren Teil des Schiffs schon fast alles gesehen. Aber es fehlt noch was. Ein bisschen halten wir uns hier noch auf. Das ist ja jetzt auch gerade nur eine kurze Vorstellung. Wenn ihr euch das selber alles ganz genau anschauen wollt, könnt ihr euch mit dem Video unten, oder nein, ich packe den Link in die Videobeschreibung, könnt ihr euch das Schiff selbstverständlich downloaden und auch selbst erkunden. Genau, hier unten haben wir schon alles gesehen. Deshalb begeben wir uns jetzt bis ganz nach oben in das fünfte Obergeschoss, nämlich einmal in den Außenbereich und den Freizeitbereich. Ich würde sagen, wir schauen uns zuerst den Freizeitbereich an, nämlich das große Redstone Casino mit abwechslungsreichen Minispielen. Minispiele baue ich tatsächlich ganz gerne, deswegen habe ich mir da auch wieder besonders viel Mühe gegeben. Hier haben wir Spaß und Spiel, also würde ich sagen, lasst uns ein paar Emeralds aus dem Fenster werfen. Let's go! Wir kommen hier rein und sehen direkt ein paar kleine Spielautomaten. Los geht es mit diesem von Redstone inspirierten kleinen einarmigen Banditen, der echt toll funktioniert, muss ich sagen. Wir legen einen Emerald ein, wir spielen jetzt zum Beispiel einfach mal 5 Runden und drücken dann hier den Knopf. Und man sieht schon, die Lampen fangen an zu rotieren. Und wenn der Automat bei der Lampe in der Mitte aufhört, sich zu drehen, dann gewinnt man. Aber wir hatten gerade eben kein Glück. Deswegen spielen wir gleich nochmal. Und bitte, Automat, bitte lass mich gewinnen. Come on. Ach, schade. Ich möchte jetzt gewinnen. Ich möchte jetzt gewinnen. Bitte. Damn it, das kann's doch nicht sein. Sag mal, Kollege, willst du mich gerade hier ein bisschen veräppeln?
Jawohl! Will ich doch meinen. Genau. 5 Emeralds ausgegeben, 5 Emeralds gewonnen. Würde ich sagen, hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, hierher zu kommen. Dann haben wir hier hinten am Ende des Ganges einen kleinen Tower of Luck, auch von Rackstone inspiriert. Allerdings hier unten im Bezahlmechanismus ein bisschen abgeändert. Und auch so gebaut, dass hier der Gewinn direkt ausgezahlt wird. Hier legen wir unsere Emeralds rein, schließen die Schalterbox und drücken hier auf die Lampe. Okay, jetzt hatten wir kein Glück. Und wir haben einen Essensgutschein gewonnen. Wuhu! Also, ich möchte mindestens noch 2 oder 3 Emeralds gewinnen, bitte. Okay. Glück ist heute nicht auf meiner Seite. Also, Kollege, bitte. Was mache ich falsch? Was mache ich bitte falsch? Ich weiß es nicht. Ich möchte auch nur mal kurz gewinnen, bitte. Danke. Also, so langsam? Nee, also der Automat, der will mich gerade ein bisschen veräppeln hier. Also das sehe ich ja jetzt nicht ein. Und wieder nur ein Essensgutschein. Hurra, das ist toll. Das ist auf jeden Fall ein Einsatz von, ne, von fast 13 Emeralds auf jeden Fall wert. Ne? Noch ein Essensgutschein. Ich bekomme nur Essensgutscheine. Nein, also mir reicht's jetzt. Ich verschwende hier nicht weiter meine Emeralds. Deswegen, Kinder, fangt niemals mit Glücksspiel an. Das ist nicht gut. Glaubt mir, das ist nicht gut. Genau, weiter geht's hier mit dem Roulette. Ein ziemlich, ziemlich lustiges Roulette, weil das ist der Prototyp meines Roulettes, welches ich bereits auf YouTube vorgestellt hatte. Findet ihr natürlich auch in der Playlist der Tutorials. Und genau, hier eine kleine Anweisung, wie man spielt. Aber ich erkläre es ganz kurz, wie es funktioniert, weil ich will jetzt nicht jedes einzelne Buch lesen. Hier haben wir ein Auswahlfeld, ein Mono Selection Panel. Ne? Kennt ihr von mir? Wir wählen jetzt einfach mal, was wir auf Rot setzen wollen. Bei Emerald gibt es einen Bonusgewinn. Anders als bei dem Roulette, welches ich auf YouTube vorgebaut habe. Aber vom Prinzip her ist es genau das gleiche. Wir bezahlen 2 Emeralds. Hier ist allerdings noch keine Blockade drin, dass man mehr bezahlen kann. Wir haben auf Rot gesetzt, deshalb wäre es schlau, wenn wir auch auf Rot stehen bleiben. By the way, ich glaube die Lautstärke ist gerade ein bisschen heavy. Ich mach mal ein bisschen leiser. Na, schade, jetzt haben wir nicht gewonnen. Aber wir haben unser Glück versucht. Dann schauen wir noch mal kurz weiter. Hier nämlich einmal bei diesem kleinen Bogen-Minigame. Ich räume einmal kurz meine ganzen Essenssachen nach oben. Hier legen wir einen Emerald ein. Und wir erhalten, ja, Achtung, hier steht's, ein Emerald bezahlen für 3 Pfeile. Den Bogen bekommt man gleich gratis mit dazu. Ein Emerald. Hier öffnet sich eine kleine Klappe. Und wir erhalten 3 Pfeile und einen Bogen. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, dass ich richtig schieße. Na, war das gut? Ich muss kurz gucken. Jo, 4 Emeralds habe ich auf jeden Fall schon mal dazu bekommen. Und Schuss. Jo, der könnte auch richtig gut gewesen sein. Und der dritte. Na, ich glaube, der war nicht gut. Können wir gucken, ob ich Gewinn gemacht habe. Jo, nochmal 4 weitere. Und so geht es dann halt immer weiter.
Also die Map würde man halt im Survival spielen. Deswegen müsste man mehr bezahlen, wenn man mehrmals schießen möchte. Und nun kommen wir zum eigentlichen Highlight dieses Casinos, und zwar die Bowlingbahn. Die Bowlingbahn ist hier auf meinem Kanal, gerade in Minecraft, relativ populär. Und deshalb wahrscheinlich auch schon bei den meisten, die meine Videos gucken, bekannt. Dies hier ist auch schon wie das Roulette, ein Prototyp meiner Bowlingbahn 4.0. Die Bowlingbahn 4.0 beinhaltet einen Zahlautomaten, also dass man für sein Spiel bezahlt. Und dass sich die Bahn natürlich automatisch aus, die Bahn schaltet sich automatisch aus. Und die Bahn zählt zudem noch unsere Punkte. Vorher aber müssen wir uns natürlich für ein Emerald, für ein bisschen Geld, ein Spiel erwerben. Also quasi die Zulassung für ein Spiel. Für einen Emerald erhalten wir 5 Bowling Chips, also ein Spiel pro Person. Möchte man mehrere Spiele machen, jetzt zum Beispiel 3 Personen, die jeweils ein Spiel machen, muss man also 3 reinlegen. Weil 3x5 Würfe sind ja 15 Würfe, sprich 5 Würfe auf 3 Personen verteilt. Ne? So, wir werfen hier unsere Bowling Chips ein und wir sehen schon, die Bahn schaltet sich ein mit einer sehr, sehr schönen Animation. Hier habe ich mich auch sehr an der Realität orientiert, weil ne, ist ja auch so, dass die Bahn sich automatisch ausschaltet, sobald man nicht mehr spielt. Wir gehen hier einmal ganz kurz in den Ballrücklauf und holen uns unsere Bowlingbälle, mit denen wir nun hier versuchen müssen, die Pins umzuwerfen. Und bitte, bitte ein Strike, bitte ein Strike. Komm schon. Traurig sowas, wirklich traurig. Aber egal, wir haben ja noch 4 Würfe. Komm schon, bitte. Strike, 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 strike. Los, 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 los. Bitte. Irgendwie habe ich heute das Gefühl, dass das Kreuzfahrtschiff mich nicht mag. Heute mag es mich nicht. Komm schon, bitte. Zumindest ein Strike. Bitte. Bitte. Bitte, 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 bitte. Ja, immerhin. Immerhin 4. Wir können mal kurz gucken, wie es bei uns aussieht. Wir müssten jetzt insgesamt 8 Punkte haben. Yes, einer kommt ja immer hinterher, wenn man den mittleren Pin umschmeißt. Also die mittleren 2 dahinter ist ja noch einer, ne? Der in der Mitte. Komm schon, ein Strike möchte ich mindestens. Komm schon, bitte, 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 los, 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 los. Ah. Ja, heute läuft's nicht, heute läuft's nicht. Und der letzte Wurf, bitte. Bitte, Baby. Du. Du darfst mich nicht enttäuschen. Los. Hause weg da hinten. Bitte. Ach. Ja, komm. Geh weg. Geh einfach weg. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Aber es geht auch nicht darum, wie viele Pins wir umgeworfen haben. Es geht darum, dass die Technik funktioniert und dass man hier Spaß hat. Wir haben gerade eben unsere 5 Würfe verbraucht. Wenn wir jetzt nochmal spielen wollen würden, müsste man hier nochmal einen Emerald reinlegen und dann könnte man nochmal spielen. Aber da die Aufnahme hier schon bei fast 50 Minuten ist, würde ich sagen, dass wir uns ein bisschen sputen. 16 Punkte haben wir insgesamt erzielt. Das ist schon eine relativ ordentliche Leistung. Wir legen hier die Punkte am Ende wieder rein. Und die werden nun am Ende hier zurückgebracht. Genau, und damit haben wir eigentlich auch schon die vorletzte wirklich große Attraktion abgearbeitet. Jetzt kommt der wirklich größte Bereich des Schiffs und das ist der Außenbereich. Wir gehen hier raus und sind unter freiem Himmel. Unter freiem Himmel. So muss es sein. Das ist meine Definition von Luxus. Wirklich riesiges Panoramadeck mit schönem Volleyballfeld, mit kleinem Whirlpool. Ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben, das hier richtig schön einzurichten. Also, ich fühle mich hier gerade eben echt wie auf einem richtigen Kreuzfahrtschiff. So. Dann
begeben wir uns einmal hier zu einer kleinen Bar, nämlich hier eine kleine süße Bar, zu der es bei mir mittlerweile auch ein Tutorial gibt. Aber die Technik dahinter ist auch ganz einfach. Wir nehmen uns einen Essensgutschein oder irgendeine Währung, je nachdem, womit ihr das gerade bauen wollt. Wir legen die rein. Zack. Und der Automat spuckt uns random Menüs aus. Na, lol. Jetzt habe ich gerade eben... Ah nein, ich glaube, ich habe auch Karotten aufgesammelt, ne? Na egal. Und das, was man halt nicht möchte, schmeißt man hier einfach wieder rein. Einfach so fürs nächste Mal, damit man nichts verschwendet. Dann kleine Sitzecken, auch wieder ganz privat für sich. Man kann sich mit seinen Liebsten unterhalten. Ja, bei wie viel sind wir mittlerweile? Den Ausblick aufs Meer kann man genießen, habe ich ja noch gar nicht gesagt, ne? Okay, ich hör auf, das immer anzusprechen. Aber es ist ja so. Dann eine kleine Girlande. Die Idee habe ich von V22, das mit den kleinen Girlanden. Weil es ist ja wirklich so, wenn man auf einem Kreuzfahrtschiff ist, ne? Hängen ja da meistens auch immer so bunte Girlanden, einfach um die Stimmung ein bisschen aufzufrischen. Und genau, dann haben wir hier hinten eigentlich schon alles gesehen, den Whirlpool. Man kann sich natürlich hinlegen, sich sonnen und Volleyball. Bisschen Bewegung außerhalb des Decks muss ja auch sein. Und dann gehen wir einmal jetzt zum Highlight des Außenbereichs, und zwar der Pool. Hier kann man natürlich noch eine kleine Runde Tischtennis spielen. Und dann kommt hier jetzt der große Pool. Und zwar hier. Der große Pool mit kleinen Inseln, mit Palmen, also naja. Ich glaube, so eine große Palme hat noch nie jemand gesehen. Also so große Palmen gibt es glaube ich nicht. Oder nennt mir eine, falls es so eine gibt. Never mind. Hier unsere zwei großen Sprungtürme. Wir gehen hier hoch. Zack, 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 zack. Und genießen einfach einen schönen Sprung ins kalte Wasser. Ein großer, ein etwas kleinerer und natürlich auch drei manuelle. Zwei automatische, zwei, wo man selber springen muss. Arschbombe! Wenn man schon nicht in Real Life eine Kreuzfahrt machen kann und ins Wasser springen kann, dann macht man es halt hier. Genau. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast alles, haben wir eigentlich schon fast alles abgearbeitet. Es fehlt nur noch die Brücke. Nur noch die Brücke fehlt uns. Wir legen unsere jetzt endlich zum Einsatz kommende Crewcard hier rein. Zack! Wir kriegen sie zurück und sind nun hier an der Brücke. Hier oben sitzt jetzt das Personal, der Captain, ne, hier am Hauptwachposten, der nun hier sitzt, das Schiff steuert, natürlich alle Kameras hat, das Radar, mit dem er das Schiff steuern kann. Und hier natürlich immer seine Assistenten, die immer sagen, Kurs 3.4 oder 2,4 Grad nördlich, ein Kutter voraus. Hier natürlich immer die süße kleine Angestellte des Captains, hier immer irgendwas fleißig am Tippen. Und natürlich, was nicht fehlen darf, eine Motorkühlung. Auch ein schönes kleines Detail. Ich wollte erst eine Explosion mit einbauen, aber das habe ich dann doch gelassen, einfach weil ich es nicht übers Herz gebracht habe, das Schiff dann doch in die Luft zu sprengen. Aber das Schiff verfügt über eine Kühlung, die man an- und ausschalten kann. Man sieht schon da drüben, was hier sich gerade ausgeschaltet. Die Motorkühlung. Und dann steigt das hier mit der Zeit immer weiter an. Ich beschleunige diesen Prozess gerade einfach mal ein bisschen. So, 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 so. Moment. Jetzt weiß ich gerade selber nicht mehr genau, wo ich war. Ach ja, ich hab's gestackt. Ich hab das Item gestackt. Ja. So. Und wenn dann hier jetzt der orangene Bereich erreicht ist, dann fängt das Ganze hier an wild an zu blinken und es kommt eine Warnung. Immer weiter.
Hier sind wir jetzt im kritischen Bereich gleich angelangt. Und wenn wir dann hier hinten bei Explosionsgefahr sind, dann... ja. Dann passiert nichts. Es ist einfach ein Gimmick. Einfach ein kleines Gimmick. So. Ich mache die Kühlung einfach mal wieder an. Und sorge mal kurz dafür, dass dieses wilde Pling-Pling hier aufhört. So, der Motor ist gekühlt. Die Anzeige geht langsam, aber sicher zurück. Und dann haben wir so ziemlich alles gesehen. Wir wollten uns aber noch eine große Technik anschauen, und zwar das Zimmerservice-System. Wirklich das, ja, schon wirklich kleines Sorgenkind hier, weil ich musste das System mehrmals umbauen. Einfach weil es sehr, sehr viel Ärger gemacht hat. So, wir werden uns das System anhand eines Minecarts anschauen. Wir gehen hier in das Zimmer und bestellen was. Wir haben ja noch ein paar Essensgutscheine, die wir verbrauchen können. Wir legen hier einen Essensgutschein rein und wir bestellen uns einen... ach komm, gönnen wir uns einen Sushi. Sushi ist nice. Okay, das hier ist der erste Schritt. Wir legen unsere Bestellung ein und schicken nun hier das Minecart los. Wenn ich das Minecart losschicke, fährt es hier über diese intelligente Weiche, die erkennt, ob das Minecart rein oder raus fährt. Jetzt gerade eben fährt es raus. Und das Minecart fährt hier oben in diesen großen pinken IMS-Verteiler. Hier oben holt sich das Minecart eine Marke. Jetzt zum Beispiel hellgrüner Beton. Der kommt später wieder zum Einsatz. Und nach einer Weile fährt das Minecart raus. Das Minecart fährt raus und fährt hier in eine Warteschlange. Das heißt, wenn jetzt noch eins kommen sollte, dann wartet das hier so lange, bis das Minecart abgearbeitet wurde. Dann wird gecheckt, ob hier wirklich ein Essensgutschein drin war. Wenn keines der hier erforderlichen Items, zum Beispiel hier ein Aufräumer oder Essensgutschein drin ist, dann fährt das Minecart einfach durch und kommt zurück. Nichts hat sich getan, das ist sicher. Dann gibt es hier die ganzen Items ab, sodass nur noch 4 Slots übrig sind. In diesen Slots sind dann ja unsere Bestellkarten. Hier werden die Items dann ausgespuckt, werden anhand der Zettel erkannt und werden gecheckt. Hier gibt das Minecart dann nun die hier zu Anfang geholten Platzhalter zurück, weil Platzhalter sind erforderlich, damit wirklich alle Slots des Minecarts voll sind und es nicht zu Unstimmigkeiten im System kommt. Und dann fährt das Minecart zurück, hier, bis es an der richtigen Stelle ist. Wir hatten hellgrün, ich glaube das ist es, ich glaube das ist unser Zimmer. Ja, ich glaube das ist es. Ja, da ist es. Nein, das ist es nicht. Nein, das ist es nicht. Nein. Nein. Das ist es. Genau. Und hier ist jetzt unser Sushi. Soweit, so gut. Aber, wenn ich das jetzt zurückschicke, wir sehen, hier ist der Aufräumer drin, den wir nicht rausnehmen. Wenn ich das Minecart jetzt zurückschicke, dann passiert folgendes. Das Minecart fährt natürlich zuerst einmal in seine Startbox. Hier wieder zurück. Hier haben wir jetzt den hellgrünen Beton. Und das Minecart wartet wieder einen Moment. Jetzt ist hier allerdings der Aufräumer drin. Und wie wir gerade gesehen haben, der Aufräumer ist ein Schlüssel-Item, der die Route des Minecarts beeinflusst. Wenn jetzt hier der Aufräumer abgegeben wird, dann stellt sich hier die Weiche. 3, 2, 1, zack, die Weiche stellt sich, Minecart entleert sich, fährt gleich zurück und stellt sich jetzt gleichzeitig sein neues Interface zusammen. Da ist es, hier ist ein Platzhalter-Item, weil hier kommt ja später der Emerald bzw. der Essensgutschein rein. Und das Item wird dann gleich wieder abgegeben, gleich nachdem das Schlüssel-Item für den IMS-Verteiler zurückgegeben wurde, und dann fährt es sofort wieder zurück zum Zimmer und wartet dort dann auf seinen neuen Auftrag. 3, 2, 1 und hier ist es. Hier ist es. Bisschen verzögert. So, und nachdem wir nun unseren langen, langen Aufenthalt auf diesem Schiff genossen haben, können wir nun endlich auschecken. Wir haben alles gesehen, es gibt nichts weiter mehr auf dem Kreuzerschiff. Und ihr seht schon, selbst im Schnelldurchlauf sind wir schon knapp eine Stunde dabei.
Also, hier gibt es schon eine ganze Menge zu sehen. Also, wenn ihr es euch selber angucken wollt, einfach den Link in der Videobeschreibung nutzen. Auch gerne Feedback geben, was ich vielleicht noch hinzufügen könnte, weil, ne, besser geht ja bekanntlich immer. Aber jetzt checken wir erstmal aus. Na, falsche Richtung. Na, immer schön an die Richtung halten. Hier haben wir jetzt eine kleine Checkliste, die wir abarbeiten können. Erstens, wir haben unser Gepäck nicht vergessen. Wenn wir unser Gepäck nicht mitnehmen, dann ist es weg, wenn wir auschecken. Na, das wird uns nicht hinterhergeworfen. Und zweitens, wir müssen den Schlüssel dabei haben. Wenn wir den Schlüssel jetzt wirklich nicht dabei haben und wir trotzdem hier reingehen, ha, ist man gefangen. In der alten Version des Schiffs. In der neuen Version des Schiffs, die ich gerade spiele, habe ich einen Notfallknopf hinzugefügt. Wenn man den drückt, dann öffnet sich die Tür und man kann sich den Schlüssel holen. So. Ich habe jetzt aber meinen Zimmerschlüssel natürlich vorbildlich dabei und lege ihn hier rein. Der wird nun geprüft und wird anschließend, wir können mal kurz in die Technik gucken. Na, wo ist er, der Schlüssel? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Na, ich glaube, wir waren zu langsam. Ich glaube, wir waren zu lahm. Weil da hinten fährt, glaube ich, gleich schon das Minecart los. Ne, genau, da kommt es. Das Minecart hat jetzt 64 unserer Zimmerschlüssel und fährt anschließend zurück. Es fährt drüber. Wir hören, die Tür geht auf. Wir gehen drüber und können das Schiff nun an der Stelle auch wieder verlassen. So, und damit sind wir jetzt endgültig am Ende dieses Reviews angekommen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, könnt ihr gerne einen Like da lassen. Wünsche, Verbesserungsvorschläge und sonstiges natürlich wie immer nach unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ich bin raus, ihr seid raus. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Macht's gut und ciao.